Hallo, auch in dieser Woche gibt es eine freiwillige Zusatzaufgabe, die du im Fach Informatik bearbeiten kannst. Und zwar sollst du für Scratch ein Gefängnis erstellen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich dir jetzt einmal kurz in einem kleinen Video. Ich drücke gleich auf die grüne Flagge und dann wird Scratch ganz schnell das Quadrat zeichnen und sich in diesem Quadrat bewegen. Und zwar so, dass er dieses Quadrat nicht verlässt. Wie das aussieht, siehst du jetzt. Das Quadrat wurde gezeichnet und Scratch jedes Mal, wenn er an den Rand dieses Quadrates kommt, also diesen blauen Strich berührt, prallt er davon ab und dreht sich in die andere Richtung und läuft hin und her. Und das wird er so lange machen, bis ich ihm irgendwann sage, du kannst aufhören. Dieses Stoppen gelingt mir nur oben über den roten Punkt, dieses rote Stoppzeichen, damit Scratch aufhört. Und das ist das Ziel dieser Aufgabe. Und wie du das hinbekommen kannst, das werde ich dir jetzt anhand des Aufgabenblattes erläutern. In deinem Aufgabenblatt habe ich die Aufgabe nochmal schriftlich hinterlegt. Programmiere in Scratch für Scratch ein Gefängnis, aus welchem er nicht mehr herauskommt. Ganz wichtig, er soll dieses Quadrat nicht verlassen können. Dazu musst du zunächst ein Quadrat programmieren. Ich habe jetzt hier die Seitenlänge 300 genommen, damit wir auch ein großes Quadrat haben. Und im Anschluss soll Scratch dann in die Mitte des Quadrates gesetzt werden, also ungefähr hierhin. Wie du das Quadrat programmierst, das setzt sich voraus, dass du das alleine kannst. Das haben wir ja schon mehrfach gemacht, beziehungsweise du hast auch andere geometrische Figuren schon programmiert. Was jetzt aber neu ist, und habe ich dir ja unten nochmal abgedruckt. Dafür kriegst du eine kleine Hilfe. Da gebe ich dir die Blöcke vor, die die Bewegung von Scratch brauchst. Und zwar ist das einmal dieser Block wiederhole fortlaufend. Wir hatten ja sonst immer wiederhole 360 Mal. Diesmal nehmen wir den Block Wiederhole fortlaufend. Das bedeutet nichts anderes, als dass Scratch das immer macht und niemals enden wird, solange wir ihm nicht sagen, er soll aufhören. Er soll nämlich dann immer wieder laufen, in diesem Fall zum Beispiel immer 10 Schritte, und das soll er ständig machen. Wenn er aber an den Rand des Quadrates bekommt, also diesen blauen Strich hier berührt, dann soll er sich umdrehen und in die andere Richtung laufen. Und das kannst du machen mit folgendem Block. Falls er bei seiner Bewegung die Farbe blau berührt, dann soll er sich um 180 Grad drehen, also in die andere Richtung laufen. Wichtig ist dabei, dass du diesen Block, den ich dir hier schon gerade eingekreist habe, in diesen gelben Block einbaust, und zwar direkt da rein, dass es zusammengefügt ist, dass dort wirklich in diesem orangen Block steht, falls die wird Farbe blau berührt, dann. Und dann kannst du ihm sagen, drehe dich um 180 Grad, und er dreht sich um 180 Grad und fängt wieder von vorne an mit der wiederholen fortlaufen Schleife und läuft dann so lange wieder, bis er die Farbe blau berührt. Wenn du die Farbe blau einstellst, da klickst du einfach genau auf die Farbe und kannst dann dort die passende Farbe einstellen. Sollte dir das als Erklärung noch nicht gereicht haben, dann habe ich hier natürlich wieder eine Musterlösung hinterlegt, in der du Schritt für Schritt angeleitet wirst, wie du dann entsprechend dieses Gefängnis für Scratch baust. Wichtig am Ende ist natürlich auch, dass ich dein Ergebnis auch sehe, damit ich es auch bewerten kann. In der Regel ja immer positiv. Dann lädst du bitte das einfach unter der Aufgabe 6IF Gefängnis hoch. Ich wünsche dir sehr viel Spaß bei dieser Knobelaufgabe, die auch nicht ganz so einfach ist, aber ich denke, wenn du das verstanden hast, was wir bislang gemacht haben, dann wirst du auch diese Zusatzaufgabe lösen können.